Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Video zu FIFA 16 Ultimate Team. Und zwar nicht so ganz wirklich Ultimate Team, aber so fast. Denn es geht um die ersten Teams für FIFA 16 Ultimate Team. Es sind quasi Squad-Bilder, aber natürlich noch nicht im Spiel, denn die Early Access-Version kommt erst am Donnerstag raus. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, schaut beim Badeschlappen vorbei. Ich packe den Link zum Video mal in die Videobeschreibung. Bin in der stillen Hoffnung, dass ich keinen Strike bekomme. Das Video gegen Dortmund, der Vlog, wurde aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gestrikt. Ich bin gerade nach Hause gekommen, hab das gesehen. Muss da nochmal schauen, aber erstmal mache ich dieses Video hier für euch, damit ihr was zu gucken habt. Wir fangen an und haben heute drei Teams am Start. Wenn es euch übrigens gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt zu den drei verschiedenen Teams mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Ich denke mal, für jeden ist fast was dabei. Und ihr könnt mir auch immer in die Kommentare schreiben, holt ihr euch zum Anfang von FIFA 16 viele FIFA Points oder sagt ihr, ich will mich da irgendwie mehr hochtraden, hocharbeiten, anstelle von Geld reinpushen und sich quasi ganz Pay-to-Win-mäßig verhalten. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Bei mir wird das so aussehen, ich werde ein bisschen was reinstecken, aber nicht viel und bin wirklich interessiert daran, wie das bei euch so ist. So, wir fangen an. Wir haben heute drei Teams, die ich euch vorstellen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem günstigsten Team, beziehungsweise mit dem günstigen Team. Und das haben wir hier. Wir haben im Tor erstmal Anthony Lopez, davor dann Yangambiwa und De Mayo. Rechts Torosides, links Siguera, davor Digon und Tachsides. Auf den Rechtsaußen, beziehungsweise Linksaußenpositionen haben wir Carrasco und dazu noch Florin Thauvin, den Newcastle Neuzugang und dann noch Sylvain Morveau und Divock Origi in der Sturmspitze. An sich 76 Attack, 76 Midfield und 77 Defense. Sieht sehr, sehr stark aus. Nicht so mega schnell, aber dafür, ja, denke ich mal, ausreichend mit sehr, sehr schnellen Flügelspielern. 86, 81 und 85 Pace als Stürmer. Der hat Forster-Skills, genauso wie Ferreira, Carrasco und Thauvin. Die sind alle drei richtig, richtig overpowered aus nach Non-Rare-Biestern. Und das ist ein Team, was für den Anfang, denke ich mal, sehr, sehr erschwinglich sein wird. Der teuerste wird eventuell Lopez werden, aber ich denke, der wird auch nicht so krass teuer, weil er einfach zu klein ist. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt eine Bedeutung hat im FIFA 16 Ultimate Team, ob die Flanken wieder stärker sind und so weiter und so fort. Aber wenn sie stark sind, habt ihr vielleicht hinten mit dem Mario gerade einen guten Spieler, der sie wegköpfen kann und vorne mit Origi, der sie reinmachen kann. 1,85 groß und allgemein sehr, sehr nice Werte. Sieht extrem stark aus, hat wirklich keinen wirklichen Schwachpunkt. Ihr könntet theoretisch auch variieren, ihr könntet noch gegeneinander Franzosen hinstellen in zentral auf dem Mittelfeld. Wenn er einen Perfect Link zum rechten Mittelfeldspieler hat, theoretisch würde das Ganze auch so gehen, dass man die Gar hier wegpackt, da kann man beispielsweise einen Zonzi hin tun und nur als Beispiel, oder man nimmt die Nation raus, die Nation raus, die Nation, also man kann das Ganze noch ein bisschen umstellen, aber an sich ist das, denke ich mal, schon ganz gut. Mal wo, sieht jetzt vielleicht nicht so krass aus von der Karte, aber hat immerhin 4 Werte über 70, 2 bei 79, also sieht schon relativ stark aus, hat leider keine Forsters Guild, aber ich denke mal, der wird trotzdem relativ stark sein. Die Gar als 6er sieht gut aus, dazu Tachsides, der sieht richtig, richtig stark aus, finde ich zumindest persönlich. Für eine 75er Karte ist das sehr, sehr ordentlich und ja, an sich, denke ich mal, kann man das Team gerade am Anfang sehr, sehr gut spielen. Ist die Budget-Variante und wir kommen jetzt direkt mal zur Skill-Variante. Das ist das zweite Team, was ich gebaut habe. Gestern war es ja zumindest von der chronologischen Reihenfolge das erste, aber das ist ja egal. Wir haben hier einmal im Tor, Raphael Fährmann ist übrigens, Ralf Fährmann ist übrigens das einzige Team, was nicht Nolings Basic ist. Das ist ja bei mir ganz selten, aber ich musste es einfach so bauen, weil ich die Offensive zuerst gebaut habe. Im Tor Ralf Fährmann, davor Benedikt Höwedes, Skodra Mustafi, Mariano auf rechts, links haben wir Pinto, neuen Linksverteidiger aus der Super League. Davor dann Fernandes, Busufa und Banega, Mittelfeld und vorne Salvio, Tarabt und Luis Nani. Sieht sehr stark aus, die Defensive mit Mustafi und Höwede sehr gut ausgestattet. Daneben noch Mariano mit Medium Burgrades und mit Pinto ein Spieler, der ja noch nicht so wirklich beschrieben ist, also noch kein beschriebenes Blatt ist, aber ich denke mal, der wird schon ganz gut sein. Die Stats sehen in Ordnung aus und ich denke, das passt dann dementsprechend. Zentral defensiv haben wir zwei Spieler, die ja alles so ein bisschen können, sind jetzt keine wirklichen Sechser, aber das brauchst du auf der Position auch nicht. Da reizt, wenn die ein bisschen verteidigen können. Dazu beide Forster-Skills, Banega dazu noch mit einem richtig guten Pass, genauso wie natürlich auch Fernandes, der dazu noch schön schnell ist. Also richtig, richtig nice Karten. Davor am Bank Super war 10er Position, der jedes Jahr eigentlich relativ stark ist und dieses Jahr wieder richtig gut aussieht. 82 passen, dazu 80 Tempo, 84 Dribbling, 5-Star Skills, 4-Star Weakfoot. Kannst du auf jeden Fall so machen. Rechter Flügel Salvio mit 89 Tempo, 75 Shooting und 73 passen. High Medium Workrates, 84 Dribbling auf dem rechten Flügel, das ist wunderbar. Links haben wir Luis Nani, 84 Tempo, 86 Dribbling, 82 passen und dazu noch 79 Shooting. Sieht auch richtig, richtig gut aus. Mit Medium Workrates nicht so ideal, aber auf jeden Fall trotzdem in Ordnung. Im Sturm Adel Tarab, leider Gottes ein bisschen langsam mittlerweile mit 74 Tempo, aber ansonsten die Stats sehr gut mit 84 Dribbling, 73 Shooting, 78 passen und natürlich 5-Star-Skills genauso wie auch Nani. Das heißt, 3 5-Star-Skiller und 3 4-Star-Skiller haben wir ebenfalls noch in diesem Team dabei. Mariano hat leider seine 4-Star-Skills ja nicht mehr, das wäre auch zu schön gewesen. An sich ist das Team, man muss schauen, wie gut Skillen funktioniert in FIFA 16. Bisher sieht das ja nicht so krass aus, aber für die wirklichen Skiller, die das wirklich mögen, müsste dieses Team eigentlich ziemlich gut sein und ich denke mal, dementsprechend kann man das auf jeden Fall so lassen. Man kann natürlich die Verteidigung verändern, man kann hier sonst wen hinstellen, beispielsweise, ja, gute Frage, wen haben wir denn da so,
Ja, Ramos und dann hier Albiol und Reyna ins Tor. Das ging ja alles. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das hier noch zu verändern, beziehungsweise defensiv halt ein bisschen umzustrukturieren. Aber an sich sieht das Team auch so, denke ich mal, relativ nice aus. Die beiden Innenverteidiger sind an sich richtig gut. Vor allem Mustafi sieht dieses Jahr extrem stark aus. Und das kann man auf jeden Fall ebenfalls so machen. Wir kommen zum letzten Team und da bin ich am meisten stolz drauf, denn das sieht wirklich meiner Meinung nach richtig, richtig gut und richtig overpowered aus. Werde ich mir auch auf jeden Fall bauen, egal wie es kommt, zum Start. Und zwar besteht es aus Pepe Reina im Tor, davor Varane und Koulibaly, rechts Danilo, links Leighton Baines, davor Moussa Sissoko, auf rechts haben wir Hamouma, auf links Kevin Miralas, davor Nabil Fekir, Michy Batshuayi und Giovanni Siu, den ehemaligen Augsburger. So, fangen wir mit Reina im Tor. Letzte Saison noch bei Bayern gespielt, sieht sehr gut aus dieses Jahr. Sehr solider Keeper, der nicht so teuer sein sollte. Dazu Koulibaly als, ja, fast schon nicht Non-Rare Beast, sondern fast schon als hier Cheap Beast mit 86 Physis, 79 Defending auf einer 78er Karte mit 74 Tempo. Sieht sehr, sehr stark aus. Varane dazu wieder mit 79 Tempo, 84 Defending und 76 Physis. Danilo, alle Werte über 70, braucht nur einen Inform oder zwei Informs, um überhaupt wieder in den quasi in die Vidal-Gang zu kommen oder wie auch immer man es nennen mag. Wohl eher nein, Golan-Gang, der ist am nächsten dran. Sieht sehr stark aus, genauso wie Leighton Baines, der auch ja, einen sehr, sehr starken Schuss hat als Linksverteidiger. Also die beiden Außenverteidiger wirklich sehr, sehr offensiv stark, aber auch defensiv gut dabei mit 80 bzw. 82 Defending. Sissoko auf der 6 ist ersetzbar, beispielsweise durch Schneider Long oder durch sonst wen. Da könnt ihr jeden Sechser aus der Premier League hinstellen, der Franzose ist, Coquelin beispielsweise auch noch. Aber ich mag halt einfach Sissoko wegen den 85 Physis, 81 Tempo. Da machen auch die High-Medium-Workers meiner Meinung nach nichts, weil der einfach ein richtig geiler Allrounder ist, einen guten Longshot und so weiter und so fort. Leider zwei Sterne Skills und zwei Sterne Weakfoot, aber ansonsten einfach richtig stark aussieht und ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Kevin Miralas auf den Außen zusammen mit Hamouma. Hamouma mittlerweile mit Forster Skills, richtig gut. 83 Tempo, 81 Dribbling, 80 Shooting, 79 Passen, 3 Werte über 80. Sieht auch sehr, sehr stark aus dazu mit 66 Physis. Nicht so schwach und 1,77 Körpergröße ist auch nicht so klein. 1,82 ist Miralas groß, der ehemalige quasi belgische Ronaldo in FIFA 12 mit seinen Informkarten für Piraeus damals noch. 88 Tempo, 83 Dribbling, 77 Shooting, 77 Passen, sieht auch extrem stark aus. Beide gerade in der Offensive extrem gut dabei. Da kann man auf jeden Fall für Torgefahren noch sorgen. Nabil Fekir auf der 10 ist mittlerweile Stürmer als normale Karte. Aber ich denke, das dürfte nicht so teuer sein, ihn umzuformen. Reicht da schon mit einem französischen Manager als Mittelstürmer. 83 Tempo dazu, 87 Dribbling, 78 Shooting, 78 Passen. Sieht exzellent aus für einen Zehner. Da könnt ihr auch jeden aus der ja, League hinstellen. Beispielsweise auch Valbuena oder so Cabella oder sonst wen. Wobei Cabella nicht. Das ist dann die Nordic Race wegen Batshuayi. Aber ihr merkt schon, habt auf jeden Fall ein paar Optionen und die sind auf jeden Fall nochmal ein bisschen vielleicht passstärker, aber Fekir sieht schon wieder richtig, richtig nice aus und von daher wird das, denke ich mal, mit ihm als Zehner sehr gut funktionieren. Vorne dann Batshuayi, der ja quasi um den das Team hier gebaut wurde, zusammen mit Miralas, der sieht wieder richtig stark aus. 71 Füße, 78 Shooting, 79 Dribbling, 82 Tempo, wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen, ja, low-rated Beast sein, so wie es im letzten Jahr auch war. Giovanni Sio sieht auch richtig stark aus. High-Low-Arbeitsraten wären Batshuayi, Medium-Low hat 88 Tempo, 76 Dribbling, 76 Shooting und dazu 72 Passen, 73 Füße. Also jeder Wert, der wirklich wichtig ist, in einem soliden Bereich. Man kann da theoretisch jeden Spieler aus der Liga hinstellen, man kann da Ibrahimovic hinstellen, man kann da ja sonst wen hinstellen, solange er nicht bei Magey quasi Nantes, nee Quatsch, Nantes, was laber ich denn da, Saint-Étienne oder Magey spielt, das heißt Ibrahimovic wäre möglich, Cavani wäre auch möglich, wer wäre denn noch möglich, alle möglichen dürfen halt nur keine Franzosen sein oder bei diesen drei genannten Vereinen spielen. Ich denke mal, irgendwas wird man da schon hinbekommen und gerade wenn man irgendwie aus der Liga ausprobieren möchte, ist das natürlich ideal. Natürlich könnte er auch andere hinstellen, nur dann ist es halt Nolix Wasted, also nicht Nolix Wasted, aber da lege ja wahrscheinlich auch nur ich Wert drauf, von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Team. Ich bin sehr gespannt, wie sie das so spielen wird. Ihr werdet es auf jeden Fall irgendwann mal auf diesem Kanal sehen als Squad-Builder oder als ähnliches. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mal eure Meinung zu den Teams in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend. Hoffe, dass ihr das Ganze mit dem Strike geklärt bekommt, damit ihr in den nächsten Tagen wieder ordentlich Videos bekommt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.